So, willkommen, liebe Zuschauer, bei Sims und Tino. Es geht weiter bei einer weiteren Folge bei uns in der WG. Ja, die letzten Folgen sind schon wieder etwas her. Naja, also nicht ewig her, aber etwas her, wie schon gesagt. Das ist aber auch okay. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, sie muss bald zur Arbeit. Ist sie denn fit dafür oder braucht sie noch irgendwas? Nö, sie könnte nochmal pinkeln gehen und dann ist auch alles gut. So, MC Command Center, nee, das brauche ich jetzt nicht. Bin nämlich gerade direkt ins Spiel gestartet und habe einfach angefangen aufzunehmen, dachte ich mir. Und auch schon mal vielen Dank für euer Feedback, was ich ja bekommen habe in der letzten Folge oder beziehungsweise in der vorletzten Folge. Also die letzte Folge für meine Sicht ist jetzt noch gar nicht online für euch gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Also in Folge 1, vielen Dank für das Feedback. Ich habe ein bisschen versucht, das umzusetzen, soweit, wie ihr das wolltet. Ab der nächsten Folge, hoffentlich, habe ich dann auch neue Zusatzfunktionen und Specials mitgebracht, wenn das klappt. Da freue ich mich drauf, dann habt ihr nochmal deutlich mehr Qualität als jetzt. Auch wenn das vielleicht schon okay ist, so wie viele ja geschrieben haben. Ich habe auch neue Zuschauer gefunden, das war auch schön. Freut mich auf jeden Fall, jeder ist hier herzlichst willkommen. So, okay, sie hat jetzt Schuhe an und sie geht jetzt zur Arbeit. Schön. Erstmal gucken, okay, er ist befördert worden. befördert worden. Und zwar zu Umkleidenaufseher. Schön, cool. Achso, sie ist noch gar nicht wieder da. Wann kommt sie denn wieder? Ach ja, sie arbeitet als die Neue. Stimmt. Dann ist er jetzt auch hier. Zack. Okay, er kann mal direkt ein bisschen TV schauen oder Fernseh schauen. Ich weiß nicht, warum ich TV schauen gesagt habe. Na, egal. Schau mal ein bisschen Fernseh, dann kann er trainieren und dann kann er Charisma-Fähigkeit Level 2 auch einmal erwerben. Und ja, das ist gut. Er hat außerdem eine Karrierebelohnung bekommen. Wo ist das? Das gucken wir uns auch direkt mal an, was er hier bekommen hat. Ach, cool. Warum haben wir... Ach ja, genau, stimmt. Das haben wir ja freigeschaltet, weil wir ja diesen einen Sim über diese Geschichte erstellt haben. Dadurch haben wir sowas schon, weil sie ja schon weiter in der Karriere ist. Dann ist hier so ein bisschen der Musikflur. Das hier ist neu, genau, Level 2 der Sportlerkarriere. Das ist so ein Trophäenschrank, cool. Das kann mal hier hin und der... Warum haben wir den? Och, der kann weg. Der sieht auch nicht schön aus. So... Bist du eigentlich unser Maler? Bist du der immer malt? Jo, cool. Okay, er ist zu angespannt, um dies zu tun. Dann soll er doch mal etwas Fernseh schauen, denn das müsste Spaß bringen. Tut es das? Ja, aber sehr langsam. Schade. Ja, und wir müssen uns auch bald mal um unseren Garten kümmern, dass der mal ein bisschen hier angesät wird. Gut, ist Winter, aber das ist ja geschützt. Ja, Tag 2 von 7 ist schon. So, er guckt fleißig TV. Was läuft denn da drauf? So, ich muss ja mal Screenshots machen. Ganz, ganz wichtig. Ach ja, sie kommt um 19 Uhr wieder. Cool. Dann wird sie befördert. Ich glaube kaum. Naja, ist noch Zeit, aber ich glaube nicht. Genau, er kann noch mal ein bisschen Fernsehen schauen. Wir können eigentlich auch mal ein bisschen schneller machen. Dann geht das alles ein bisschen schneller. So, die Abstimmung wurde beendet. Ach so, ach ja. Chance des Lebens. Die Bühnenzeit von Alina neigt sich zum Ende zu und sie sieht den nächsten Entertainer hinter der Bühne warten. Als sie gerade das Mikrofon zurück in die Halterung stecken will, bemerkte sie, wie ein Mann im Anzug sich in der letzten Reihe und abseits in der Menge niederlässt. Anstatt einen Drink zu bestellen, nimmt er einen Notizblock heraus und beginnt, sich Notizen zu machen. Könnte das ein Talentagent sein? Der nach neuen aufstrebenden Unterhaltungskünstlern sucht, die Gedanken von Alina rasen. Denn sie muss sich schnell entscheiden, ob sie rücksichtslos eine Zugabe geben oder dem nächsten Entertainer das Rampenlicht überlassen soll. Was macht Alina? Alina erntet Ruhm und wird im Job befördert. Okay, Zugabe geben ist doch klar. Cool, jetzt ist sie schon Newcomer. Mega cool. Und sie ist befördert worden. Noch besser. Eine einmalige Chance. Okay, cool. Sie ist berühmt. Nein. Ach so, sie ist das, ne? Oder wie? Ja.
Mega cool. Ja, cool. Das haben wir geschafft. Warum ist das so ein bisschen da? Egal. Aber trotzdem mega cool. Jetzt bekommen wir richtig viel Geld. Ey, das ist schon cool. Und du? Du schaust noch weiter Fernsehen? Nee, du kannst gleich mal einfach schlafen gehen. Abendbrot noch schnell essen. Als Abendbrot nimmst du dir einfach mal schnell einen Snack, würde ich sagen. Einfach einen Joghurt. Und dann legst du dich hin und sie ist wieder da. Sie wurde nicht befördert. Sie ist auch genervt. Dann guckt sie auch einfach mal Fernsehen. Ja, das liegt daran, dass die Sims hart arbeiten. Das möchte ich, weil ich möchte, dass die weit kommen in der Karriere. Aber ich glaube, das mache ich nur alle 2 Tage oder so, weil es lohnt sich nicht. Ja, es lohnt sich einfach nicht. Was ist jetzt? Was brutzelt hier? Was ist das? Ist oben irgendwas kaputt? Hä? Warum brennt das hier? Hä? Sag mal, haben wir einen Brandstiftermord oder so? Hä? Ist das überhaupt an? Nee. Hä, das ist ein Bug? Das ist ein Bug, guck. Ach, jetzt hat das Kraft. Hä, das ist ja ein Mega-Bug. Keine Ahnung, was das ist. Erstmal Feuerwehr rufen, würde ich mal sagen. Plopsi durchsuchen kann ich? Ja gut, dann ruf mal die Feuerwehr. Boah, ich kann nicht mal mehr reden. Hä? Weil das habe ich gehört. Ich dachte gerade, hä? Was ist das? Bleibt die Feuerwehr. Hallo. Moin. Dann leg mal mit dem Löschen los. Einer nur. Aha. Ja, das ist auch cool, dieser neue Feuerwehrmod. Stopp, ich muss so einen Screenshot machen. Na klar, hätte ich fast nicht dran gedacht, aber ich muss doch an Screenshots denken. Ich warte mal, bis der hier hochkommt. Dann können wir einen richtig geilen Screenshot machen. Kommt der da schon? Irgendwie befürchte ich nicht. Doch, da sind sie doch. Ja, cool, jetzt gehen sie nach oben. Das ist doch mal ein geiler Screenshot gleich, oder nicht? Na, oh, sag mal. Ey, diese Feuerwehr ist nicht cool. Das muss ich so sagen. Ja, stopp. Ja, cool, ey. Cool. So. Sehr schön. Ja, hat viel gebracht, ne? Cool. Ja, den musst du schon löschen. Ja, komm. Och. Ich lösche das jetzt selber gleich. Sag mal, ist die Feuerwehr eigentlich nur unfähig? Ich rufe jetzt einfach die nochmal an. Ja, toll. Jetzt löschen sie. Ja, toll. Och nee, jetzt kommen die auch noch. Kommen noch mehr? Geht das? Geht das, dass jetzt nochmal Feuerwehrleute kommen? Nee. Mein Let's Play-Haushalt hat als Versicherungs- und. Hä? Achso. Och, toll. Wir haben eh kein Geld. Und jetzt auch noch das. Na schön. Alles kaputt. So, also, was war dein Problem? Du musst schlafen erstmal. Eigentlich musst du arbeiten. Um 9 Uhr musst du hoch. Es ist schon 20 Uhr. Leg dich einfach mal hin. Du schläfst eh schon. Arbeitet sie überhaupt fleißig? Habe ich das gesagt? Fleißig, mach das mal. So. Und bis wie lange muss sie? Oh nein, ein Bug. Ich glaube, sie ist gefangen. Nein. Oh nein, oh nein. Oh no. Oh no. Das ist ein Bug. Oh nein, jetzt ist das ein Bug und das Ding denkt, sie ist noch da. Ja, dann kann ich sie ja fleißig arbeiten lassen einfach. Oh shit. Ja, dann steh mal auf. Ja, okay, du bist fit oder wie? Ja, dann geh mal pinkeln. Und dann kannst du mal Frühstück machen, ne? Ja. Oh, Abendessen. Nee, kochen. Koch mal Frühstück. Ich weiß.
Du bist nicht der Koch, aber mach mal hier Familiengröße, Makaroni und Käse. Und sie, ja, sie muss noch schlafen und sie, ah, sie ist immer noch bei der Arbeit. Ich befürchte, dass wir jetzt alles kaputt haben. Oh Mist, jetzt ist es verbuggt. Weil sie befördert wurde, während sie bei der Arbeit ist, versteht ihr? Das ist ein Problem. Aber ist sie wenigstens müde? Nee, sie ist noch nicht mal müde. Komm, dann steh auf. Weil du musst ja üben, oder nicht? Genau, Witze schreiben, Schrägstrich, Musik üben. Erreiche Level 3 der Gitarren-Geigen-Fähigkeit. Okay. Ja, gut, dann mach das. Weil wenn du das übst, dann geht das hoch, was du musst, und dann übst du Musik. So, und du kochst etwas. Cool. Und was sagen die Hunde? Und die Katze? Oh, die hat geschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, nicht so rumjöseln. Stopp. Ja, ich bereite manchmal schon mal Screenshots vor, die ich dann in einer anderen Folge einfach benutzen kann. Sowas hat man dann einfach da, ne? Das ist nie schlecht. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Genau, jetzt zack, einmal erstmal noch durch die Kacke wälzen. Gut, genau, zack und runter. Perfekt. Das kannst du auch gleich mal wegmachen. Du schläfst noch, du bist immer noch bei der Arbeit, ey. Schlimmste ist, es geht nicht mal früher verlassen. Sie ist gefangen bei der Arbeit. Ich hoffe, dass sie nicht gefangen ist bei der Arbeit. Ich befürchte aber. Die Gitarre macht keinen Sound, weil sie nicht hier ist einfach. Och nö, och nö. Das ist einfach legendär. Und sie wird gleich wahnsinnig. Ach nee, sie kann ja nicht wahnsinnig werden. Doch, sie weiß das sogar, dass es hier jemand spielt. Du hast Hunger, du kannst mal warten. Hä, was hast du denn? Worüber regst du dich denn so auf? Genau, du kannst mal aufstehen und du kannst auch mal einen Happen essen, genau. Ja, reg dich halt nicht so auf. Guck. Und du bist weg. Und alles ist gut. Das Ding ist an. Ah, das Ding hat Feuer gefangen. Na klar. Na klar, die Dinger sind gefährlich. Ist doch klar. Ja, also für mich ist es eigentlich ziemlich klar, das muss der gewesen sein. Der hat bestimmt Feuer gefangen hier. Da ist der Stuhl einfach zu nah dran. Dann boom und dann geht alles in die Luft. Nein. Ja, jetzt sind sie halt alle wieder angespannt. Vielleicht hätten sie einfach alle gemeinsam das Feuer löschen müssen. Dann sind sie nämlich alle selbstsicher. Hier, nee, Katzen, hier ist nichts mit auf dem Tresen sitzen oder so. Heißt das nicht so? Nee. Kann man die nicht darüber belehren? Nee, scheinbar nicht. Okay. Und du bist gleich fertig mit Essen. Ja, was kannst du machen? Du kannst zocken. Zocken gibt immer schnell was. Warum haben denn alle Spaß im Keller? Du kannst mal Spiel spielen, Big Block oder Sim Clinch oder wie das heißt. Einigermaßen wichtige Berichte schreiben. Jetzt riecht das hier so, als wäre es angeschmort. Okay, das ist crazy. Ich glaube, ich mache mal kurz auf Aufnahmepause, weil irgendwas riecht hier so angeschmort. Also wir sehen uns gleich wieder. Ich habe ja eine Pause hier. Okay, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Und es tut mir leid, ich habe aus Versehen vergessen, das weiter. Das Spiel zu pausieren, das wollte ich sagen. So. Das läuft doch hier mal ganz gut. Okay, sie ist am PC zocken. Cool. Ah, guck mal, du kannst jetzt besser mal für deine Arbeit üben. Du bist ja noch nicht bei der Arbeit. Stimmt. Sie ist eigentlich. Sie braucht jetzt noch nichts machen, weil sie muss ja erst um 17 Uhr hin. Eigentlich schläft sie tagsüber und muss nachts wach sein, ne? Nachtaktiv. Klingt komisch, aber. Ach so, ja, sie muss ja noch Gitarren- oder Geigenfähigkeit Level 3 haben. Stimmt. Nee, du liest jetzt mal nicht, du machst jetzt mal Training. Okay, das waren nur so übrigens ein paar Nudeln. Och, warum kannst du denn da nicht hin? Ach, weil die Geige davor steht, ey. Ey, ich dreh durch. Jetzt bitte, 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 bitte. Ja, habe ich das gesagt? Genau, das waren Nudeln, die angeschmort waren. Ja, fragt mich nicht warum. Oh, ein leckerer Schluck Tee. Der macht die Stimme schön gut. Okay, wie sieht er aus? Ach ja, ich habe nicht alle Outfits gemacht, stimmt.
Okay, alle drehen durch, weil sie hier Gitarre spielt. Wobei sie ist gar nicht so schlecht, oder? Ah ja, Level 2, okay. Bald Level 3, das ist gut. Und du bist eigentlich relativ fit. Ach ja, du hast gearbeitet, ne? Dann ist doch gut. Dann kannst du doch so weiter einfach mal zocken. Nee, genau. Du kannst erstmal im Pinkeln gehen, danach schläfst du nochmal kurz, weil du brauchst einfach nochmal Schlaf. Nee, du kannst eigentlich auch nochmal zocken gehen. Nee, geh du nochmal duschen. Oh, irgendwie ist das hier alles ein bisschen hektisch. Ich lasse sie nicht mehr so viel arbeiten. Also klar, die arbeiten viel, aber die sollen nicht mehr fleißig arbeiten immer. So, jetzt kann sie nämlich auch mal aufhören. Du bist fit für deine Karriere. Ja, ich sollte nicht so viel Wert auf Karriere legen. Das ist gar nicht so wichtig. Oh, sie wird gleich nochmal. Das wäre natürlich mega geil, wenn sie irgendwann nach Hause kommt und einfach befördert wird, weil sie zu Hause war. Ne? Oh, sie bekommt dann ja bald schon. Och nö, was machst du denn? Ja, du musst pinkeln. Da ist das Pinkelding. Und du machst nur so lange Training, wie du musst. Weil du musst dann auch nochmal Charisma üben. Irgendwie ist das ja alles ein bisschen hektisch. Die dürfen nicht so viel bei deinen Karrieren machen. Alle drei arbeiten und alle drei arbeiten fleißig. Und deswegen sind alle angespannt. Irgendwie kriegt die Sims gar nicht mehr heile. Das Problem ist, ich sag mal kurz die Wahrheit, ich bin ein Cheater. Also wenn ich privat spiele, cheate ich eigentlich fast immer. Wenn es mir gerade nicht so passt, dann cheate ich halt immer. Nee, versteck dich nicht vor allem. Achso, du schläfst. Ja gut, du kannst eh schlafen. Du bist immer auf der Arbeit, bist aber zu Hause. Wäre nicht schlecht, wenn sie jetzt immer auf der Arbeit ist, aber dabei eigentlich zu Hause ist. Okay, sie ist eigentlich relativ fit, aber sie müsste eigentlich auch noch mal schlafen. Wie kann man Schlaf denn generieren? Kaffee. Haben wir Kaffee? Nein, wir haben keinen Kaffee. Wir haben also keine Kaffeemaschine. Das meine ich damit. Schuhe drin erlauben, ja. Ja, oder Hausschuhe. Genau, Hausschuhe ist gut. Man muss ja nicht gleich hier barfuß immer sein. Nee, du machst jetzt Arbeit. Du musst arbeiten, okay. Okay, die sind alle nur angespannt wegen dem Feuer. Ja, das ist immer schlimm. Gut, sie macht das, was sie muss. Sie schläft. Ja, sie schläft in der Nacht. Ach so, das ist die Katze. Ich dachte, hier ist gerade ein Kleinkind, was hier rumheult. Uff, ich bin irgendwie schon fast dafür, als würden wir die Tiere besser abgeben können, ne? Was haltet ihr davon? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Gut, wir sind bei Folge 3 und ich rede von Tiere abgeben. Schön, das ist echt nett, oder? Nee, aber ernsthaft. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würden wir mit den Tieren nicht klarkommen. Irgendwie haben wir gar keine Zeit für die, weil wir den ganzen Tag nur am Arbeiten sind, ne? Ich glaube, wir müssen kürzer treten bei der Arbeit. Gut. Wir können nicht behaupten, dass niemand hier ist. Sie ist tagsüber hier. Sie geht um 17 Uhr zur Arbeit, wenn die anderen wiederkommen. Das heißt, es ist doch immer jemand hier. Aber trotzdem. Irgendwie ist das trotzdem komisch. Ich weiß nicht. Oh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen. So, okay, er hat auch nur noch 2 Stunden. Okay, er wird heute nicht befördert werden können, ne? Oder er lässt das und er macht nochmal schnell ein bisschen Charisma. Womit kriegen wir Charisma? Das macht doch Charisma bestimmt, oder? So, und sie macht sich fit. Die ist müde. Gut, sie kann eigentlich sich nochmal kurz ein einpacken. Nimm doch ein Lunchpaket mit, genau. Du musst nämlich ziemlich lang arbeiten. Dann kannst du am besten den Lunchpaket einpacken. Hast du? Und mach für den Hendrik mal auch noch ein Lunchpaket, würde ich sagen. Ne? Dann können die das nämlich bei der Arbeit essen. Da freuen die sich rüber. Das ist immer schön. Das gibt glückliche Emotionen und das ist doch gut. Ja, weil sie hat jetzt keine Zeit zum Essen gehabt und dann kann sie das eben auf der Arbeit essen. Ne? Das ist, denke ich mal, nicht so schlecht. So, was geht hier ab? Trainierst du Charisma? Ja, du trainierst Charisma. Ja, komm, du hast nur noch eine Stunde Zeit. Vergiss es. Wisch hier lieber mal ein bisschen ab. Genau. Also wisch hier den Boden auf, ab, auf, weg. Keine Ahnung. Wischen, einfach wischen. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Gut, er geht stinkend zur Arbeit. Kann ich nicht ändern. Okay, sie schläft. Sie braucht gar nicht ewig lang schlafen. Na doch, die braucht Schlaf. Nee, du nimmst jetzt kein Glas Wasser, du gehst nach unten und dann gehst du zur Arbeit. Hierhin joggen. Du kannst dich auch schon mal. Nein, du schläfst jetzt auch nicht. Sonst kommt dir nämlich nicht. Oh nein, oh nein.
Oh Gott, irgendwie ist das schon ein bisschen brutal, sie jetzt so zur Arbeit zu schicken. Soll ich cheaten? Nee, sie muss da durch. Sie muss ohne Schlaf zur Arbeit. Okay. Nein, ich muss aufpassen, dass sie nicht ins Bett geht, weil das ist, glaube ich, das, was sie am liebsten tun will. Sie kann es eigentlich auch ruhig angehen lassen, oder? Stopp mal. Oder sie kann es am besten mit Team Brainstorm. Bringt das irgendwas? Überstunden machen? Kann das jeder? Kann jeder Überstunden machen? Nö. Keine Ahnung. Sie könnte mal Überstunden machen eigentlich. Aber ich frage mich, ob das was bringt. Na, sie kann. Ach, sie kann gar nicht ruhig angehen lassen. Verringert die Arbeits. Nee, bringt eigentlich nichts. Er, wie ist er? Gut, er kann es eh nicht schaffen. Er ist mir egal, was er macht. Und sie? Sie kann mal aufstehen, denn sie hat, glaube ich, mehr als genug geschlafen erstmal. Und sie kann mal essen. Essen kochen, besser gesagt. Sie ist doch unsere Köchin, oder? Nee, sie ist noch nicht mal die Köchin. Mach du doch dir mal einen Obstsalat, das ist doch mal gut. Ich glaube, ich werde sie mal kurz zurücksetzen. Das Gute ist, sie wird garantiert befördert, aber ich werde sie trotzdem mal kurz. Ach ja, ich habe den Cheat noch nicht aktiviert. Kurz Testing. Oh, jetzt kann ich nicht mehr schreiben. Cheats true. Und jetzt einmal kurz cheaten. Objekt zurücksetzen. Cool, sie ist wieder hier. Cool. Komikerin oder Musikerin? Bringt beides viel Geld. Ich glaube, sie ist Musikerin, oder? Wann arbeitet sie da? Da muss sie von 14 Uhr bis 20 Uhr. Okay, heute ist Dienstag, da hat sie bei beiden frei. Okay, sie ist Musikerin. Ach, cool. Ach, wie cool, ey. Warum? Was ist los? Cool. Sie sieht so dick aus. Ach ja, haben wir auch gemacht. Okay, das war gut, dass ich sie zurückgesetzt habe. Wir haben jetzt die Beförderung einfach gratis bekommen, obwohl wir dafür gar nicht bei der Arbeit waren. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte jetzt. Ich hatte nämlich irgendwas vor mit ihr. Ach ja, sie wollte sich einen Obstsalat machen, ne? Genau. Cool. Dann ist sie erstmal wieder hier. Dann arbeitet sie jetzt immer von 14 Uhr bis 20 Uhr. Ist okay, kann ich mitleben. Sie hat auch 3 Tage bis zur Arbeit, das ist auch okay. Dann passt das jetzt nicht mehr ganz, dass immer jemand da ist. Ab und zu mal ist dann keiner zu Hause. Winterfest, okay, cool. Wenn das Winterfest morgen beginnt, ach, das ist Weihnachten. Okay, ja, Weihnachten müssen wir feiern, ne? Würde ich schon sagen, cool. Aber wo feiern wir Weihnachten? Wir haben keinen Platz. Muss die Leinwand morgen weg? Also ich hätte schon gerne einen Baum. Inventar. Für sowas ist doch das Inventar da. Ja, wir nehmen schon den dekorierten, ne? Die Lampe kommt auch mal woanders hin. Na, wobei, wir können unseren auch dekorieren nach unseren Wünschen, ne? Geschenkestapel darf auch nicht fehlen. Ja, ich weiß, das hier ist eine WG mit Erwachsenen. Aber ich finde, es darf nicht fehlen. Entschuldigung. Oh, ich habe etwas Halskratzen. Ja, ein Kamin ist cool, aber können wir das überhaupt? Ja. Der neue Kamin. Okay, wir haben bald kein Geld mehr. Oh, ich weiß nicht, was mit meiner Stimme los ist. Aber die ist gerade etwas weg, aber macht nichts. Katzenbaum verkaufen. Wir haben ein viel zu kleines Haus, ist unser Problem. Hindernisse können keine Objekte überschneiden. Da kann er hin. Sollen wir es machen? Ein Outdoor-Kamin. Ist nicht schlau, ist auch nicht dumm. Wir packen das Aquarium erstmal weg. Okay. Das Ding benutzt man eh nie. Also kann es auch weg. Ach, der ist auch neu. Ja, dann nutzen wir den. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist das nicht so cool, was wir hier machen. Dekoration ist auch immer gut. Mal gucken, wo wir die Deko hinpacken können. So ein. Ich möchte auch diese Jahreszeiten mal so richtig durchspielen, ne? Das habe ich sonst noch nie so richtig gemacht. Ich habe 2 Jahreszeiten. Das war mein erstes Pack, was ich damals hatte. Ich hatte richtig Bock und das ist immer noch cool. Jahreszeiten ist, glaube ich, mein Lieblingserweiterungspack, weil das einfach mein erstes war.
Inzwischen ist es eher so, ich hole mir ein Pack, spiele es aber gar nicht mehr ganz durch. Aber Jahreszeiten habe ich wirklich, man kann schon fast sagen, gelebt. Ne? Also es war richtig cool. Also Jahreszeiten ist eine schöne Zeit. Als das Pack rauskam, erinnere ich mich gerne zurück. Wie geht's euch? Ist das auch bei euch so? Erinnert ihr euch auch gern an Jahreszeiten zurück? Oder sagt ihr eher, dieses Pack ist Müll? Ja, könnt ihr auch sagen. Ups, jetzt bin ich gegen meine Teekanne gekommen. Ist auch okay. Könnt ihr auch machen, wenn ihr es wollt. Mir ist das egal. Ihr könnt von dem Pack halten, was ihr wollt. Das verbiete ich ja keinem. Aber, also für mich ist es ein Highlight bei Sims. Also ich möchte nicht mehr auf dieses Pack verzichten. Nie wieder gebe ich dieses Pack her. So, Move Objects hätte ich auch anmachen können. Fällt mir gerade ein. Gut, aber ich baue kein Deko-Haus. Ich baue ein Haus, wo ich noch hier gleich drin spielen werde. Also ich spiele jetzt ja schon gerade hier in diesem Haus. Okay, ich weiß nicht, wohin damit. Ja, sieht scheiße aus, ich weiß. Aber wisst ihr, warum ich so viel Wert auf die Jobs lege? Weil wir kein Geld mehr haben. So, jetzt haben wir nochmal in Deko investiert. So. Aber es macht ja nichts. Geschenk hinzufügen. Cool. Nee, kein Geschenk öffnen. So, wo kann der mal hin? Dein Müll. Wie viel Geld verdienen die so in der Stunde? 19 und 14. Okay, sie ist die Geldbringerin. Sie macht voll viel Geld eigentlich. Genau, ernsthafte Musikerin ist die nächste Beförderung. Okay, das müssen wir kriegen. Auf jeden Fall. Vor allem, ich habe diese Karriere noch nie gespielt, deswegen ist es voll cool. Die Sportlerkarriere habe ich schon mal mehr oder weniger gespielt. Diese auch noch nie. Aber diese hier ist auch cool. Aber die habe ich noch nie so richtig gespielt. Also habe gespielt, aber noch nie so richtig, versteht ihr? So, du kannst gleich mal ein Geschenk hinzufügen. Ah, so macht man das einfach. Kann man da einen richtigen Geschenkberg ausmachen? Nein. Schade. Sehr, sehr schade. Okay, man... Oh, doch. Och, wie cool. Wie cool. Da kann man dann immer mehr. Und es wird immer mehr. Ey, cool. Ja, wir gönnen uns mal. Ist ja kostenlos. Ich dachte, da muss man jetzt ernsthaft was hinzufügen. Aber ist ja kostenlos. Wie cool. Wir kümmern uns gerne mal um unsere Tiere, ne? Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Ich glaube, die Küche ist erstmal nicht mehr benutzbar. Kann das sein? Füg mal noch ein paar Geschenke hinzu. Das ist immer gut. Gut oder Familien besitzen zu viel Moral und Anstand. Aha. Das geht nicht. Okay. So, was sagt denn der Kleine? Was ist das überhaupt nochmal für einer? Ich habe schon ganz vergessen, was das für welche sind. Aber die sind süß. Ach ja, was war das denn noch? Oh Gott, ich habe schon vergessen, welche Rassen wir überhaupt haben. Das war, glaube ich, ein Bernardiner, korrekt. Aber der, ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Auf jeden Fall hatte ich mir das genau ausgesucht. Reden, genau. Kümmer dich mal um das Tier. Das ist immer gut. Ja, du hast ja eh noch Zeit, also mach das ruhig mal. Hey Alina, wie geht's? In letzter Zeit ist dein Name in aller Munde. Ich habe sogar überlegt, ob wir sie als hobbymäßige YouTuberin machen. Weil sie ist jetzt ja berühmt. Ach, was heißt berühmt? Sie ist ein Newcomer. Aber trotzdem, sie ist ja berühmt. Also mehr oder weniger berühmt. Und ich fände es cool, wenn wir sie zur YouTuberin machen, weil ich weiß gar nicht, wie wir die Berühmtheit pflegen können sonst, muss ich ehrlich sein. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Ich wüsste aber auch nicht, wie und wo und vor allem mit welchem Geld. Wir haben nämlich kein Geld mehr. Wir müssten uns irgendwie noch Geld holen. Ein Kredit. Ey, ich habe doch diesen Kredit-Mod, oder nicht? Ganz kurz, ja, nicht wundern, ich habe viel CC. Auch viel schwachsinnigen CC. Ach ja, ich wollte ja auch noch welchen ausmisten. Ja, manche Sachen haben sich einfach durch irgendwelche CC-Packs angesammelt. Genau, ich cheate uns mal ganz kurz. Money. Wir machen uns einen Kredit und dann haben wir diesen Geldautomaten, okay? 10.182. Weil dann haben wir
10.000, dann behalten wir das Geld, was wir hatten, und den Automaten können wir dann ja wieder löschen am Ende, ne? Weil das ist ein Geldautomat, da kann man Kredite aufnehmen. So, und wir haben wieder das Geld einfach, ganz normal, wie vorher auch. Und wir haben dafür diesen Automaten. Und wir können Kredit beantragen. Ich würde sagen, wir beantragen einen 50.000 Euro Kredit. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld. Das ist ein Mod, aber ich finde das okay. Schreibt das gerne mal rein. Wie bewertet ihr sozusagen diese Aktion, die ich jetzt hier getan habe? Ist das okay oder ist das blöd? Also soll ich komplett auf Mods und CC verzichten oder ist das okay? Das möchte ich gerne mal wissen. Vielleicht sagt ihr auch, warum mache ich das? Das ist doch irgendwie auch Cheaten. Aber nein, das ist kein Cheaten. Ich muss das zurückzahlen. Und zwar 55.000 sogar. Also mit Zinsen irgendwie. Also das wird mehr. Nee, Zinsen sind das nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe keine Ahnung von sowas. Auf jeden Fall, ja, muss man da dann auch was zurückzahlen und muss draufzahlen. Das sind doch Zinsen, oder? Ach, keine Ahnung. Nee, Zinsen ist, wenn man Geld bekommt. Ach, fragt mich bitte nicht. Ich bin kein Bankexperte. So. Ah, sie hat Fitnessfähigkeit erworben. Cool. So, wir bauen ihr nämlich jetzt einen YouTuber-Raum. Habe ich mir überlegt. Und zwar hier oben drauf. Okay, ich select gerade etwas. Das Ding muss ich eben fassen. Ach so, weil ich den anhabe. Und zwar, oh. EA, das ist Fusch. Eigentlich macht man das so, ne? Ich weiß nicht, warum EA das hier einmal durchgezogen hat. Das ist Fusch. Oder sieht man das da oben noch? Nö. Das ist Fusch. Macht auch nichts, denn das kommt jetzt ja weg. Ach so, ist jetzt überall das Dach weg. War da vorher noch was? Ach so, das ist ja gar nichts. Das ist echt ein bisschen Fusch. Schade. EA, so geht das ja nicht hier, ne? Ach so, das geht dann auch weg dadurch. Dann einmal bitte das nach da. Stimmt, das kann auch weg dann. Nein, das will ich nicht. Ich möchte hier gerne einen Raum draufbauen. Sie bekommt hier jetzt so ein bisschen ihre Residenz. Als YouTuberin. Sie macht zwar weiter ihre Karriere, aber jetzt ist sie auch YouTuberin. Hier mit so einem Balkon noch drauf. Ja, genau. Das ist cool. Ja, wir werden gucken, dass wir für alle drei Personen in dieser WG was finden und jeder bekommt dann irgendwann mal so ein Special-Raum. Ich denke, das ist okay. Wir fangen jetzt hier einfach mal mit ihr an. Weil das passt, weil sie berühmt ist und sie weiter ihre Berühmtheit ja auch behalten soll. Und deswegen habe ich das jetzt einfach gemacht, weil wir einfach schnell handeln mussten. Ist der neu? Wo ist der? Ja, Tatsache. Dann arbeiten wir natürlich damit. Sie hat hier dann auch einen Balkon. Also es ist eben geplant, dass jeder sein eigenes Zimmer bekommt auch. Weil das ist eine WG und aktuell sind das nur Gemeinschaftszimmer. Ist ja cool, Gemeinschaft. Aber einfach nicht mega cool. Wobei, warum stützen? Das ist ja nicht nötig. So, wir machen das genauso wie bei den anderen Räumen auch. Genau, perfekt. Das ist ein Raum, oder? Ja. Dann kommt hier noch ein Dach drauf. Wobei, es braucht gar kein Dach, ne? Gut, ich nehme auch schon ewig lang auf und ich weiß, dass ihr wahrscheinlich auch schon gerade irgendwie alle ein bisschen angespannt seid und gar nicht mehr richtig zugucken wollt. Aber ich möchte jetzt einfach aufnehmen. Ich habe einfach voll Bock. Ich sollte vielleicht Streamer werden. Dann kann ich halt so lang machen, wie ich will, ne? So, der Spiegel kommt jetzt hier drauf. Ich nehme echt zu lang auf. So, sorry. Ich glaube, ich habe gerade auf Pause gedrückt. Ich muss mal kurz austappen. Nein, das Ding läuft noch. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie auf Pause gedrückt aus Versehen. So, dann gucken wir mal. Ach ja, ich wollte die Tür kopieren. Hiervon. Oh Gott, ich mache viel zu lange Folgen, ey. Das muss sich ändern. Das muss sich dringendst ändern. Ich kann ja gar nicht mehr aufhören. Ich finde kein Ende mehr. Ich muss aber mal ein Ende finden, ne? Geht ja nicht, dass ich hier ewig aufnehme. Das guckt sich halt auch keiner an. Wen interessiert das, ob ich hier ewig aufnehme, ne? Das ist halt das Problem. Wo ist die Tür? Das ist die Tür. Okay, dann ist das nämlich noch Fenster. Das ist schön. Dann hat sie hier einen richtig tollen Raum. Also ich würde so einen YouTuber-Raum genießen. Ich habe keinen YouTuber-Raum. Ja, also ich habe so ein Zimmer, aber ich hätte halt gerne so einen richtigen YouTuber-Raum noch extra. Gut, das lohnt sich aber auch erst, wenn man richtig berühmt ist, ne? Also was heißt richtig berühmt, aber ein YouTube-Raum lohnt sich erst, wenn man ein richtiger Streamer ist und das regelmäßig macht und so. Cool.
dann nehmen wir den hier mal. Das hier braucht man ja, das ist ja dieser YouTuber-Tisch. Dann braucht man auch diese Drohne. Genau, die Drohne darf natürlich nicht fehlen. Vielleicht so als Hintergrund, das hier. Als Video-Hintergrund. Man braucht ja schließlich auch einen Hintergrund. Oder was nehmen wir als Hintergrund? Nö, das ist cool. Dann steht da die Kamera so. Die filmt dann da ein bisschen drauf. Und ich könnte die Tür besser dahin. Das Teil dahin, weil das filmt ja mehr nach da. Wisst ihr? So, genau, so eine Pflanze. Ich würde auch fast sagen, dass hier jetzt ihr Zimmer drin ist, ne? Sie schläft jetzt auch hier drin. Diese Drohne kann ja woanders hin, meinetwegen. Die kann erstmal dahin. Dann drehen wir das nämlich um. Und dann ist da nämlich Platz und dann können wir ihr Zimmer hier reinlegen. Dann hat sie nämlich schon ihr eigenes Zimmer. Ist das nicht cool? Der erste Sim hat ein eigenes Zimmer. Und das machen wir jetzt einfach weiter und weiter. Gut, eigentlich könnten wir auch direkt das nächste eigene Zimmer schon bauen. Wir haben ja Geld heute. Ne, wir haben nicht nur heute Geld, wir haben allgemein Geld. Heute sind wir echt luxuriös unterwegs, würde ich sagen. Erstmal allen Sims, die man hat, ein eigenes Zimmer bauen, ne? Naja, ist cool. Nein, eigentlich wollte ich das. Oh Gott, jetzt mache ich hier alles kaputt. Nee, ich mache nicht alles kaputt. So, einmal hier auch zu und dann einmal so. Cool. Dann gibt es ja auch noch einen Balkon und alles sieht wieder anders aus. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich hier gerade irgendwie alles ändere, was man ändern kann. Denn das war ja mal ganz anders alles. Ihr könnt ruhig wirklich ehrlich sein und schreiben, bitte lasst das. Wäre völlig okay. Würde ich auch verstehen, wenn ihr sagt, bitte lasst das. So, dann kommt der hier nämlich hier rein. Aber eigentlich haben wir gar keinen Platz mehr für das Teil. Irgendwie ist dieses Zimmer einen zu schmal. Oh Gott, jetzt werden die Zimmer noch größer und größer. Naja, es ist okay. Das war jetzt eine XXL-Folge, okay? Das wird nicht mehr so bleiben. Ich mache nicht immer XXL-Folgen, okay? Das hier ist jetzt einfach mal eine XXL-Folge, weil ich einfach kein Ende finden kann, kein Ende finden will. Vielleicht setze ich einfach einen Cut irgendwann und mache da zwei Folgen raus, okay? Ja, vielleicht mache ich das. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, ja, schwierige Sache. So. Ich hoffe, dass ich bald hier nochmal tatsächlich ein Ende finde, weil aktuell finde ich keins. Ja, aber irgendwie bin ich gerade so drin und ich habe gar keinen Bock abzubrechen jetzt, wisst ihr? Das ist dann halt abbrechen und abbrechen ist dann blöd und dann habe ich keinen Bock auf abbrechen und dann mache ich halt weiter, ne? So, das hier ist nämlich jetzt sein Zimmer. Damit haben wir auch sein Zimmer verlegt. Cool. Jetzt haben wir gerade eben noch Geldnöte ohne Ende gehabt und jetzt haben wir schon gleich jedem ein einzelnes Zimmer gebaut. Naja. Warum auch nicht? So, hat sie hier noch Platz für ihr Klavier? Nee, das bleibt ein Gemeinschaftsding. Die Drohne kann dahin. Okay, cool. Okay, er behält das und sie bleibt hier drin. Und da bekommt sie auch noch ein eigenes Zimmer. Ach, was soll's. Aber sie bekommt keinen Balkon, oder? Oder ist das gemein, wenn sie keinen Balkon bekommt? Ist halt kein Platz mehr für einen Balkon, oder wie? Nee. Okay, vielleicht machen wir ihr erstmal doch kein Zimmer. Oder ihr Zimmer kommt hier hin. Auf das Gewächshaus drauf kommt ihr Zimmer. Warum geht das nicht? Konflikt mit Blockclustern. Warum geht das nicht? Ist das kein... Warum geht das denn nicht? Dann hat das halt kein Dach mehr. Dann mache ich da halt gleich nochmal ein extra Dach drauf, okay? Also keine Sorge, wir bekommen gleich nochmal ein Gewächshaus.
glaube, 3 hatten wir die anderen auch breit, ne? Okay. Diesen Balkon kopiere ich lieber mal. Und setze den hier direkt so drauf. Und das passt nicht. Nee. Okay, sie bekommt doch keinen Balkon. Irgendwie sieht das komisch aus, wie diese Zimmer hier überall so weghängen, oder? Ist crazy. Naja. Ist okay. Ist crazy und okay. Schade, dass sie jetzt doch kein Dings bekommen hat. Ja gut, das sieht jetzt auch nicht so gut aus, aber ich weiß. Diese Folge ist einfach chaotisch und die kann man einfach sich in die Tonne hauen, würde ich sagen, oder? Das kann jetzt ja hierhin auch gleich. Ne? Weil jetzt hat ja jeder sein eigenes Zimmer. Und das hier wird ein Gemeinschaftsraum, okay? Also richtiger, so ein WG-Gemeinschaftsraum. Und Lampen müssen wir auch erstmal reinpacken. Diese Lampen hier, die ich hier gerade benutze, die habe ich früher immer und überall benutzt, wenn ich gebaut habe. Immer. Diese Lampen waren einfach irgendwie schon fast eine Pflicht. Sie braucht auf jeden Fall einen Schreibtisch. Der bleibt da, aber sie bekommt nochmal einen richtigen Schreibtisch, weil sie ja mehr oder weniger so im Büro arbeitet. Und wenn sie dann ihre Aufgaben von zu Hause macht, braucht sie natürlich einen guten Schreibtisch. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal diesen hier. Wir haben es ja heute. Na, der sieht hässlich aus. Dieser hier ist gut. Ist das an die Uni? Ja, der ist immer gut. Die mag ich gern. Dann kommt dieser hier einmal hin und dann gibt es hier einmal einen dicken PC, so ein Mac. Extra so einen Mod installiert für sowas. Cool. Ja, klar. Heute haben wir's, ne? Heute haben wir's. Hier tauschen wir den auch einfach mal aus. Hier kommt jetzt auch ein Mac drauf, würde ich sagen. Aber dieser schwarze einmal. Ja, das kostet Geld, ich weiß. Aber das ist okay. So, hier ist ein WG-Gemeinschaftsraum drin, wo alle das machen können, was sie wollen. Stimmt, wir können die Musikanlage hier auch reinpacken. Dann kann man hier auch noch Party machen. Genau, gemalt werden kann hier auch. Wir machen einfach der WG was Nettes. Die freuen sich bestimmt. Ja, das Spiel ist jetzt pausiert. Das wissen wir. Also die Sims sind jetzt erstmal eingefroren, mehr oder weniger. Und gleich wachen sie sozusagen wieder auf. Und dann, zack, haben sie ein richtig cooles neues Haus. Also neu ist es ja nicht, aber es ist cool. Das ist cool, ne? Also, es wird immer cooler und cooler, oder? Oder ist das schon fast zu Overkill? Na, das lassen wir. Wir müssen denen auch noch eine Außenterrasse bauen. Wir haben ja hier so zwei schöne Außenterrassen. Hier so Balkon. Das ist schon fast ein bisschen zu OP, oder? Oh, meine Nase. So, ja, wir sind jetzt auch gleich durch. Das will ich aber jetzt noch einmal fertig machen, weil wir hiermit angefangen waren. So ein Sofa kommt hier hin an die Seite. Der Grill, wo kommt der Grill hin? Jeder hat einen Grill, ist ja klar. Hier wird ja natürlich auch fleißig gegrillt ab und zu mal. Wenn man denn mal Zeit hat zum Grillen. Weil hier arbeiten die Sims ja immer. Ihr wisst es ja. Hä? Ist hier aber Platz für einen Grill? Ja, hier ist Platz für einen Grill. Fragt sich bloß, wie oft die Sims diesen Grill... Ach ja, sie hat keinen Platz. Wie oft die Sims ihren Grill überhaupt benutzen werden, ne? Naja, sie haben eine Terrasse. Ist jetzt halt die Frage, ob die sich darüber freuen oder ob es denen... Ein Scheißdreck interessiert. Auf gut Deutsch gesagt, okay? Ich sag eigentlich sonst keine Schimpfwörter. Habe ich jetzt heute einfach mal. Hier könnten wir eigentlich, den machen wir einfach einen höher. Dann kann die Treppe auch weg. Guck. Da ist hier ein Tierzimmer drin, okay? Hier ist das Zimmer für die Tiere drin. Dann nerven die uns nämlich auch nicht mehr. Nein, Spaß, die nerven nicht. Dann nerven die uns nämlich auch nicht mehr. Sondern haben hier ein eigenes Tierzimmer. Cool. So, jetzt bin ich aber auch fertig, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt mir fleißig zugeschaut und obwohl das eine XXL-Folge war, okay, es leckt auch ein bisschen,
Naja, ich hoffe eben, dass ihr dabei wart. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die übrigens eine normale Folge wird, nicht so eine XXL-Folge. Ich weiß nämlich genau, wie groß diese oder wie lang diese Folge ist, besser gesagt. Wir sehen uns halt dann beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, bleibt gesund, bleibt zu Hause und vor allen Dingen schaut meine Videos an. So, und ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Dann verpasst ihr nämlich nichts mehr, es sei denn, ihr habt die Glocke nicht aktiviert. Genau, abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr von diesem schönen Haus mit diesen schönen neuen Zimmern. Mal sehen, wie die WG diese Zimmer annehmen wird. Wir werden es sehen. Ja, wir sehen uns dann bald wieder. Und bis dann. Tschüss.